So, nächster Test. Diesmal nur in 1280 mal 720 für euch, Stream-Leute. Wir benutzen mal Online-Scenes. Ja, es funktioniert noch nicht mal das mehr. Super. Ach, doch, funktioniert. Spiel suchen, Standard, Team Deathmatch. Schnell was finden, schnell was joinen. Gut, ich streame euch das ganze Kram gerade drüber in nur 720p. Weil irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum das so übertrieben laggt. Meine Internetleitung ist nur zum Zehntel, zum Fünftel nur ausgenutzt. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob da irgendwie mein PC zu schlecht ist für. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Wenn ich 7 Tage lang einen Livestream mache, 7 Tage lang in HD streame, ihr solltet damit klarkommen. Vor ein paar Jahren gab es noch gar kein HD am PC. Ey. So meckert nicht rum. Wenn es jetzt mit HD immer noch nicht klappt, dann muss ich mir echt ein anderes Streamprogramm suchen. Weil viel anders, was kann ich nicht machen. Also wenn ich unter einer Bitrate von 2000 bin, sieht scheiße aus. Tötet sie alle oder Und kehrt nicht zurück. es leckt. Es leckt schon Wir wieder. sind in Front. Es leckt. Es leckt. Bei dem saß ich wahrscheinlich neben der Kiste. Was? Ja, guck mal. Wir haben die Kontrolle verloren. Guck mal, wie das. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das Ding macht. Bam. Zieht auf einmal rüber. 90 Grad Kurve. Ich kann den da oben noch nicht mal anvisieren, weil das so hinterher laggt. Und mein Internet, ich kann gucken. Ich habe live mitlaufen. 270 von 1000. 270 von 1000 läuft gerade. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Und ich kann problemlos zocken, wenn ich ein Video auf YouTube mit 800 hochlade. So. Aber jetzt scheint es sich zu stabilisiert haben. Das ist vielleicht auch nur der Anfang. Sollte vielleicht nicht zu viel meckern. Lauf mal. Jetzt läuft es nämlich. Ist vielleicht nur der Start. Dass ich das Internet erstmal ein bisschen einpendeln muss. Vielleicht ist auch allgemein Call of Duty durch den lokalen Host, also durch den Spielerhost, den ganzen Kram, auch nicht so das perfekteste Beispiel. Aber gut, ich mache jetzt hier nochmal ein paar Wurfbewegungen. Und ich habe nämlich gerade eine Mail von Elgato bekommen. Thema, ich bin auch so ein Wurfgenie. Thema Sponsoring. Hehehe. Ich hoffe eine Zusage. So, er hat es kurz geleckt, also auch nicht so wild. So. So, mein Livestream wird auch viel Minecraft gespielt, also die ganzen Spiele, die ich so alt habe. Achtung, feindliche Drohne. Gibt's Feinde? Also irgendwie Feinde. Also, dass ich keiner schieße, das ist ja nicht unnormal. Aber dass mich keiner schießt. Das ist. Tot. Na gut, das sollte reichen zum Testen. Bis gleich.